Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim with Mods. Ja, letztens hatten wir ja hier das Lager noch gemacht von den Riesen, erinnert euch. Das war hier dann gewesen und ich habe ja dann auch gesagt, wir gehen weiter Richtung Höhle. Das ist dann die hier unten, die Ahnenschimmerhöhle oder das Ahnenschimmerheiligtum. Und das versuchen wir jetzt zu machen. Und was mir letztes Mal entgangen ist, wir haben noch ein Level abgeschafft. So, schauen wir mal. Ich will ungefähr doppelt so viel Magika haben. Das heißt, ich darf hoch noch ordentlich auf Gesundheit und Ausdauerknall. Cool. Ja. So, wir haben ein Talent. Wir wollen erstmal in die schwere Rüstung rein. Wo Speech, kleinen Moment, müssen wir einen Punkt übrig lassen vielleicht, weil Speech auf 100 dann irgendwas Geiles bringt. Erfordert 90. Nö. Okay, brauchen wir nicht. Sehr schön. So. Wir wollen schauen. Schwere Rüstung. Da, Heavy Armor. Ich will, dass sie weniger wiegt. Ich glaube, das ist in die Richtung. You longer wear the helmet to benefit from perks. If you are not wearing helmet, armor pieces have some increased armor rating. You are trained to deflect incoming attacks. Das ist auch nicht schlecht, aber nicht das, was wir suchen. Hier vielleicht? Grant the Ready Standard? Nee, brauchen wir es nicht. If wearing all heavy armor, you have 20 chance of brace for impact? No. All heavy armor take less attack. Kann das wirklich so jetzt 6 sein? Ist nun gegen Basic Melee Perks immun. Heavy armor weights half as much and slows you down half as much when worn. Das können wir machen. Brauchen allerdings 50, das dauert noch ewig gut. Das heißt, wir können in unsere anderen Sachen rein. Restoration wäre spannend, aber Illusion auch. Ich spiele ja sehr gerne mit Illusion. Was haben wir denn hier? Nächster Rang. Spells you cast from an skill of magic as well as shouts. Brauchen wir nicht. Den sind schon still. So, cast an Illusion Spell. Mhm. Nö. Can activate any target on the effect of a common spell to initiate trade. Sneaking one, the effect of the vision of the tempt eye spell will summon a disembodied eye under your control. The eye has one point of health. And so you must know vision. Hm. Brauchen wir auch nicht. You radiate an aura of mystical charisma. Touches all in 30 feet. Any illusion spell you cast on those affected is 25% more powerful and lasts longer. Wenn das auch für die Fläche gilt? Geil. Nehmen wir. Gut. So, jetzt aber auf zur Höhle. Lang genug rumgeskillt. Sieht hier nebenbei sehr karg aus. Oh, da oben ist ein Drache. Ach kommt Leute, lasst uns Drachen jagen. Dann gehen wir zur Drachenspitze zuerst. Ich wollte es ja eigentlich nicht, weil ich nicht gern gegen Drachen kämpfe. Und ich spiele Skyrim, ja, ich weiß. Ich fand das auch gerade ziemlich dämlich. Kollege, hier bin ich, komm. Es bringt nebenbei nichts, versuchen einen Drachen anzuschießen. Ohne die Hilfe von Zielmods ist das schwer. Irgendwas macht hier Geräusche. Komm, jetzt hast mich aber, oder? Geht doch. So, wir machen das, wie wir es gerade gemacht haben. Das war relativ effizient. Du darfst mit einem Beholder eine Runde spielen. Ich habe mich noch gar nicht, echt noch nicht gesehen, kann ich mir vorstellen. Klar, sie haben mich gesehen. Nichts getroffen? Nö, ne? Wir müssen nur schauen, dass er uns nicht komplett kriegt. Irgendwie ist der gern da hinten. Das soll uns recht sein. Ist der immun gegen unsere Verzauberung? Er ist ja auf Baha gesorgt. Boah, der landet ja in mir.
Ah, der hat Wölfchen gefunden. So. Die Blitzk wieder nicht, das freue ich diesmal. Bombardement. Hau mal rauskommen. Stört ihn nicht besonders, ne? Gut, okay, sehe es ein. Das ist für dich einfach zu cool. Gehen wir halt auf unseren Bogen zurück. Ah, der Beholder hat auch gerade sein Leben ausgeraubt. Einmal so aus der Luft einen Drachenschrei rausgehauen. Ah, nächster, ich gehe nicht mit dir kuscheln. Ich wollte das jetzt echt mal wissen, trotz unserer 80%igen Resistenz oder so gegen Feuer und so, ja, tut uns trotzdem krass weh. So, benutzen. Ja. Also man merkt schon Unterschied, aber da hat man eine Vorstellung, wie krass der schon vorher war. Ist er tot, ne? Ja, dafür gibt es ja diese kleinen Tränke. Die sollte man auch benutzen. Drachenknochen, Drachenschuppen, Feuerdrache. Ja, schön. So. Gut, dann machen wir jetzt nicht die Höhle. Also mein Plan durchkreuzt. Aber besser, als wenn er mich heimlich erwischt. Das mag ich nämlich gar nicht, wenn ein Drache von hinten oder besser von oben kommt. Aber wisst ihr, wir holen das trotzdem später, wenn ich jetzt trotzdem zur Höhle. Warum? Weil ich es gesagt habe, dass wir das machen. Wir nehmen natürlich nur mit, was wir so an Zeug finden. So, wir sollen vielleicht wieder schleichen. Wer weiß, was hier um die Ecke kommt. Man sieht hier sehr wenig. Okay, es sind keine Jasperbären, habe ich mich verguckt. Dachte ich nämlich gerade, das wären welche. Hier sind nämlich auch nur so ein paar grüne Blätter auf dem Boden. So. Gut, das heißt, wir dürfen wahrscheinlich hoch. Auf jeden Fall gehen wir hoch. Selbst wenn wir nicht hoch müssten, haben wir von da oben nicht wenigstens einen guten Überblick. Okay, wir hätten nicht hoch gemusst. Entdeckt von wem? Da unten ein Imp. Entschuldigung. Muss kurz sein, die können nämlich nerven. Die sind nicht so super mega gefährlich, aber in großen Scharen hauen die euch die Feuerbälle um die Ohren und das steht dann auch irgendwann nicht mehr auf. So, ist da hinten jemand? Nee, das ist einfach nur ein Dings. Jaspay. Ja, Elder Clem Sanctuary. Okay, auf Englisch halt, ne? So, der Imp habe ich den komplett weggebrutzelt. Sehen tue ich nämlich nicht. Aber ist nicht so schlimm. Die haben zwar manchmal ein paar Zauberstäbe oder so, die relativ viel bringen, aber nichts wirklich Wichtiges. So, dann schauen wir mal, was wir hier finden. Oder was uns findet im Worst Case. Ziemlich hoch. Geht allerdings ziemlich tief. Also. Okay. Navi von Link. Seid ihr böse? Aber wir kriegen doch keinen Anzeiger. Also. Ich glaube, das ist eher. Das ist cool. Das ist schön, was die Leute da gemacht haben. Halt mir nur ein bisschen Sorge. Okay.
Hübsch. Ist das eventuell einer der wenigen friedlichen Orte in Skyrim? Ich kann es ja kaum glauben. Sieht toll aus, ne? Hallo! Seid ihr auch hier, um die Sehenswürdigkeiten dieses herrlichen Heiligtums zu bewundern, so wie ich? Okay, scheinbar sind wir hier im Frieden. Hallo, Sond. Willkommen im Ahnenschimmer, Heiligtum. Solltet ihr Fragen haben, so wendet euch an Asta. Okay. Ich wollte gerade sagen, es liegt so rum, das ist bestimmt Diebstahl. Oh, da hängt Haufen Hängemoos. Darum heißt es auch Hängemoos, weil es hängt. So. Nee, nicht die Waffe zücken. Warum kannst du nicht springen? So, geht doch. Ah, das ist nur Deko. Nee, ist echt. Geht doch. Gut, an das andere komme ich jetzt nicht mehr ran, aber... Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja auch mitnehmen, was es gibt, ne? Spatenfisch. Keine Ahnung, wofür ich den brauche, aber ich werde es rausfinden. Okay, hoch. Boah, kommen wir echt so schwer hoch? Na gut, wenn ihr es behauptet. Dann will ich das mal unbesehen glauben. So, ich weiß, Kreis gerannt. Hallo Asta. Ist es nicht erstaunlich, etwas derart Schönes an einem Ort vorzufinden, der so trostlos ist wie die vulkanische Tundra? Was ist das hier für ein Ort? Ihr befindet euch im Ahnenschimmer-Heiligtum. Nur ein kleiner Einblick in die Schönheit, die Kynare zu bieten hat. Ein wunderbarer Ort, nicht wahr? Und dieser Baum? Ist das Ahnenschimmer? Ja, obwohl es niemandem gelungen ist, sich ihm zu nähern, solange ich zurückdenken kann. Warum nicht? Wie ihr seht, besitzt Ahnenschimmer gewaltige Wurzeln, die sich überall ausbreiten und den Weg zum Stamm versperren. Gerüchten zufolge soll es aber eine Waffe geben, die Ahnenschimmer dazu bringen könnte, die Wurzeln zu heben. Mehr vor Furcht als vor Respekt. Ja, die haben wir. Meint ihr diese Waffe? Nessefluch. Die Gerüchte waren wahr. Ich flehe euch an, fügt dem Baum keinen Schaden zu. Das würde nur Unheil bringen. Naja. Darf ich ihn wenigstens bedrohen? Willkommen im Ahnenschimmer, Heiligtum. Und lesen darf ich es, oder? Bam. Restoration Punkt. So wendet euch an Asta. Ich bedenke, wie lange ich in dem Spiel hier schon unterwegs bin und ich habe noch nicht alle Bücher gefunden gehabt. Also. Da oben ist das Bäumchen. Jetzt gucken wir erstmal noch mal hinten in die Ecke, aber hier ist nichts mehr, glaube ich. Nee. Ahnenschimmer, na gut. Eigentlich will ich den Baum nicht wehtun, muss ich euch ehrlich sagen. Ich bin ja so ein Baumfreund. Aber das Spiel sieht es halt vor, dass wir es tun. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Nesselfluch. Ist nicht persönlich. Wenn so ein kleines Pieksen würde ihn ja nicht so brutal stören, ne? Cool gemacht nebenbei. So, ich vermute mal, dass wir jetzt gleich auf den Sack kriegen, weil wir das Bäumchen gepiekst haben. Okay, okay, okay. Ich gehe ja schon weg. Oh! Seid ihr wirklich feindlich? Will of the Wisp. Also, ich kann auch anders. Dann gehen, machen wir halt anders. Ich denke nicht, dass sie mir krass gefährlich sein könnten.
halten aber doch schon einiges aus. So, Gegner zu Tode gefuchtelt. Oh, okay. Ach, prinzipiell ist immer 90% Skyrim feindlich. Ich will aber ehrlich sein. So, Bäumchen, da. Aktivieren wir mal. Ach komm, stirb. Also wenn... Wollen doch nur ein bisschen Harz haben. So, mal sehen, ob wir hier unten gleich platt gemacht werden von denen. Yeah. Okay. War nicht tief genug, um meinen Fall zu dämpfen. Sehe es ja ein, ich bin mit dieser schweren Rüstung dick. Ich gebe es ja zu. Oh, es sind ein paar mehr aufgetaucht. Also sind es auch nicht so viele, ne? Sei natürlich, die Tierchen hier werden auch feindlich. Dann sind es doch ein paar. So. Wir haben ein bisschen eine Magie trainieren. Hallo. Guck mal, ich kann es auch. Oh, ich bin besser. Wie gesagt, normaler Spraygun ist kein Gegner mehr. Sind unsere Freunde abgehauen? Naja, Freunde waren sie wahrscheinlich nicht. Also sind sie jetzt frei, sind sie nicht mehr. Ich sehe es auch nicht mehr. Ja gut. Wir gehen auch, denn wir haben, was wir wollten. Ich hätte jetzt gedacht, das würde ein bisschen länger werden. Aber gut. So. Hirsch, geh weg. Da, gut. Aber wie gesagt, echt schön gemacht. So ein kleines optisches Schmankerl tut Skyrim ab und an ganz gut. Ich meine, das Spiel ist halt toll, aber ich sage es mal höflich, die Grafik ist halt nicht mehr auf dem adäquaten Stand. Kann man das so sagen, ohne dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt? Ich glaube, nein. So, jetzt gehen wir wirklich zur Drachenspitze. Oh, hier ist noch ein Blümchen versehen. Zack, Moment. Oh, Glühwürmchen. Na komm hier, Moins. Moins. Wenn ich hochkomme, irgendwie auch meins. Moins. So. So. Noch ein paar Glühlis. Eigentlich sollte jetzt keine Bedrohung mehr hier ausgehen. Gehen trotzdem mal lieber vorsichtig. Frage ist, wie kommen wir am besten hoch? Oh, da ist noch eine Erzader. Schätze ich zumindest. Ja. So, Orikalkum bringt was. So, jetzt schauen wir ihn zu. Bäumchen. Jetzt überlegen wir uns, wie wir am besten hier hochkommen. Es gibt bestimmt irgendwo einen Aufstieg.
Mann, hat er mich jetzt erschreckt. Sie seid aber auch gut getarnt. Nee, Blitzgewitter ist falsch. Sturmwand. Ja, ihr seid nicht schwach, das weiß ich. Beholder. So. Guck mal, wie da drauf reagiert. Ja, gib mir einen Moment. Wow. Hat ihm nicht viel ausgemacht, muss ich mal ehrlich sagen. Gut. Dann halt auf die klassische Weise. Macht auch Spaß irgendwie. Die waren bisher eigentlich immer sehr gefährlich. Deswegen hatte ich jetzt auch einen kurzen Schockmoment. Aber... Oh nein, so nicht. Der steht wieder auf. Eigentlich ist das eine geile Idee. Wir können sogar mit Flammen in der Runde kämpfen. Ja. Und dann piekst du ihn noch ein bisschen. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht so. Eigentlich können wir ja theoretisch, wir sind jetzt mal ganz assi, wir blocken ihn einfach nur weg und warten, bis er an unsere Verzauberung drauf geht. Sehr schön. Fühlte sich ein bisschen gemein an, war aber auch trotzdem sehr befriedigend. Und der dritte, wo ist der drauf gegangen? Die waren, standen alle nah beieinander. Da. Oh, für einen alten Nordbogen hat das einen schönen Wert. Okay. So, was habt ihr Kollegias bewacht? Hier ist aber nichts. Standet einfach nur so an der Wand rum. Ich glaube, ihr solltet eigentlich oben spawnen, auf der Drachenspitze. Aber durch einen kleinen versehentlichen Fehler seid ihr neben gespawnt. So schätze ich mal, ist das. Ganz ehrlich, das Feuer ist mit der Zeit auch ein bisschen nervig. Danke. Das hat man ja gar nichts mehr gesehen. So, bevor wir hochgehen, nehmen wir noch das Blümchen hier mit. Gucken hier noch ein bisschen rum. Ist eine Erzader, ne? Ja. Eisenerz ist zwar nicht so geil, aber mit dem Veränderungszauber, ich weiß nicht genau, wie er heißt, kann man daraus Silber und dann auch noch später Gold machen. So man das möchte. Und dann kann man natürlich aus Silber und Gold Ketten und Ringe herstellen. Und wenn noch ein paar schöne Schmucksteine dran knallt, kann man die teuer verhökern. Schaut mal, da stehen sie schon. Ich würde es gerne versuchen. Passt auf, unser Plan ist jetzt folgender. Ich versuche die nach und nach schleichend auszuschalten, wenn es nicht geht. Das ist jetzt der Fall. Denn er hat mich irgendwie gerochen, gehört, gesehen, gefühlt. Dann wollte ich sagen, machen wir unseren schönen Illusionszauber. Den ich gerade nicht finde. Da,
Evil Twin. Und blocken den ganzen Spaß weg. Wow. Aber ich darf nicht blocken dabei, okay. So. Das sind genügend. Jetzt machen wir den ganz bösen Trick, der mir sehr gefällt. Mit Sadestone. Kopieren wir uns halt hier ein paar Leute. Weil ich erstaunt bin, dass hier nur einer übrig ist. Irgendwie kommt ihr nicht so recht zur Rande. Aber dann können wir sehen, wie Lightning Strike guter funktioniert. Das ist natürlich ein bisschen aufwendig von Mana-Kosten her. Achso, nee, das wollte ich gern. So. Den Rest machen wir mit unserem Dolch. Na da. Ist die Musik noch da? Gut. Aus Gewohnheit ist die noch da. Gut, die waren jetzt nicht so krass. Waren aber viele halt, ne? What? Du hast sogar Drachenknochen? Okay. Das hat sich ja richtig gelohnt. So, coole Todespose. Ah. Ja, während hier eh noch das Feuer ist, dann können wir ein bisschen schürfen. So. Gut. Noch schon ein bisschen geschenkt, die Typen. Für die Schwierigkeit. Oh, hört ihr es? Ein Wort der Macht ist da hinten irgendwo. Rechts von mir. Ich gehe nur erstmal einen Kreis, damit ich möglichst auch alles mitnehme. Ah, kommt schon zu mir geflogen da. Frost, Frostatem. Ja, ist nicht schlecht. Lass mich kurz schauen. Läuft, glaube ich, nur Magie und Schreie. Unerbittliche Macht hat 2 Wirbelwindsprint. Fire Breath, Frost Breath. Ah, schade. Hab ich aber nur einen bisher. Achso, Moment, die bestehen auch nur aus einem. Eigentlich nicht schlecht, oder? Wir haben 6 Seelen. Klar. Ja gut, mittlerweile haben wir ein paar Drachen runtergehauen. Das sammelt sich mit der Zeit natürlich dann an. Ah, Kiste. Ja, das ist, glaube ich, immer nur ein Deko-Item. Ich nehme die aber immer mit und verkaufe die auch nicht. Erwartung, dass ich vielleicht noch irgendwann mal brauchen kann. So, und da seht ihr, in der Richtung ist noch, ja, ich nenne es mal Naturreservat, eine Sehenswürdigkeit, was auch immer. Versuchen wir direkt hinzukommen. Komm ich auch an. Ernsthaft? An dem bisschen Knochen bleibst du hängen? Bloß ein Hirsch, das ist gut. Die Naturdinger können natürlich auch Gegner beinhalten.
Sieht aber auf den ersten Blick ganz friedlich aus, finde ich zumindest. Will es ehrlich sein? Da seht ihr das. Das ist tatsächlich eine Art Gegner. Der Witz ist, solange man nicht reingeht, passiert einem auch nichts. Da können wir ein bisschen unser Bombardement mal raushauen. So, das Bulkwark muss ich jetzt aber kurz wegnehmen. Das ist. Also, es ist ein super krasses Schild. Ich will es nicht niedermachen. Aber es steht halt auch echt im Weg. So. Zack, ist kaputt. Da hinten ist auch noch ein Wesen. Was wir erstaunlicherweise nicht treffen. Warum treffen wir das nicht? Ah, da. Hier sind anscheinend noch ein paar mehr. Mal den Tuum testen. Oh, ist gut, ist gut. So, okay. Machen wir mal meinen Lieblingszauber. Wups, wo ist er? Böse Zwilling. So, gucken wir, wo die anderen beiden noch sind. Eigentlich für zwei lohnt sich das gar nicht so richtig, finde ich. Ich denke, das ist effizienter. Ach ne, lieber rechts. Und wir lassen die Drachenhaut suchen. Drachenhaut kostet zu viel, gut. Dann machen wir es halt. Wirklich klassisch mit der Hand. Hallo Moira. Tja. Sie ist mir nicht böse gesinnt, aber sie ist auch nicht besonders kommunikativ gerade. So, gucken wir mal, was wir alles so Schönes finden hier. So ein Naturding ist natürlich immer geil für Crafting-Ressourcen. Ich muss sagen, hält sich hier doch relativ in Grenzen. So, und das ist wahrscheinlich dann Moiras Hütte. Hab ich dich auch schon ausgenommen, ehrlich? Tatsache, okay. Hallo Moira, geht's jetzt mit mir? Nein? Gut, da die aber einen Namen hat, wird die für eine Quest wichtig sein, schätze ich mal. Das ist ein Hexenrabenwesen. Hat sich aber relativ schön hier eingerichtet. Lavende ist gut, kann man mit craften. Aber hier ist erstmal wohl nichts los. Ich meine, ich könnte sie auch angreifen, aber das wollen wir ja nicht. Aber wir sind ja nicht zwingend so, dass wir alles umbringen. So, und ich glaube, jetzt lohnt sich eine Schnellreise. Obwohl, von hier käme auch relativ gut nach Osten. Wir sind nach Norden gegangen, ne? Ist noch irgendwas auf der Karte da? Das ist ein Lagerfeuer von Riesen wieder. Oh, guck mal, Blümchen. Schwer zu sehen. Ja, eins der wenigen Gebiete hier in Skyrim, wo man nicht Schnee liegt, wegen der vulkanischen Aktivität natürlich. Ach komm, mach hier doch keinen Bärenaufstand. Haha, Wortspiel, so.
Sturmwand. Bruno, wo willst du hin? Genau. So, bleib schön drin stehen und dann brauchen wir dich noch. Gut, ich gebe zu, das war jetzt kein fairer Kampf. Aber ist egal. Hier stehen wir schon so gut wie im Lagerfeuer. Ach, da ist es, ne? Da ist ein Mammut. Das sollten wir uns auch. Wir müssen uns auch eine strategische Position suchen. Was ist denn hier noch alles? Angeblich sind ja Gegner auf dich zugehen, aber ich sehe nicht viel. Die sind auch ohrricht weit weg noch. Aha. Ich gebe jetzt nicht mal nicht besonders viel drauf. Whoops, und da sind die Riesen. Okay, ich glaube, das ist von der Zeit her auch ein guter Punkt zum Speichern. Nächstes Mal machen wir dann genau an der Stelle hier weiter. Jetzt sind wir jetzt ein bisschen weiter nach Osten gekommen. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht. Würde mich über ein Like natürlich freuen und wie immer sage ich, bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!